Herr Dr. Hauschka, Compliance hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Warum ist dieses Thema denn so wichtig? Wir haben in den vergangenen 10 bis 20 Jahren eine Reihe großer Fälle gehabt in Unternehmen, in großen wie kleinen, bei denen die Unternehmen erheblichen Schaden genommen haben. Aber nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Organe, die Geschäftsführer, die Vorstände. Denken Sie an offensichtliche Dinge wie Untersuchungshaft, aber auch an Schadenersatzansprüche in 2-, 3-, 4-stelliger Millionenhöhe. Und das gilt es für die Zukunft zu vermeiden. Dem dient die Compliance-Organisation. Was sollten Unternehmen also beim Aufbau einer Compliance-Organisation beachten? Nun, wir haben seit einigen Jahren einen Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer, nach dem Compliance-Management-Systeme geprüft werden auf ihre Wirksamkeit. Und die Unternehmen sollten darauf achten, dass sie den Elementen, die dieser Standard verlangt, gerecht werden. Das sind Kultur, Ziele, Organisation, Risiken, Programm, Kommunikation und Überwachung. Dies im Einzelnen wird vom Wirtschaftsprüfer geprüft und dem sollten die Unternehmen entsprechen. Welche Aufgaben stellen sich denn daraus für einen Compliance Officer? Ja, da gibt es eine Reihe beispielhafter Aufgabenbeschreibungen. Im Wesentlichen zentriert es sich immer wieder um drei Dinge. Er muss strukturieren, analysieren, das Regelwerk managen. Er muss überwachen, berichten, beraten und schulen und kommunizieren. Das sind seine Aufgaben im Unternehmen. Was lernen die Teilnehmer des Seminars Aufbau einer Compliance-Organisation? Ich hoffe, dass sie genau das lernen. Okay, gut. Dann vielen Dank für das Gespräch und wir sind gespannt auf das Seminar. Aber gerne.